So, da sind wir schon wieder. Mit ein bisschen Eisen im Schlepptau. Warte mal, das hier, was ich jetzt so aufgesammelt habe, das könnte man ja. Warte mal, das hier ist eine Waffe theoretisch. Anderes, hier haben wir diese anderes Truhe. Da können wir jetzt auch die Knochen reinmachen mal. Ja, aber dass ich jetzt so versagt hätte, also das hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. So, wie war das mit dem Oberteil? Ja. Das war Hose. Ein Kessel, ach. Ich weiß es gerade wirklich nicht mehr. Oberteil, ja. Sinn machen würde es ja, wenn es so wäre. Da fehlt uns genau einer noch. Du, komm mal mit hier. Ach, hör auf. Es kann doch nicht ständig gewittern hier. Was ist los? Warte mal, Sinn machen würde es, wenn es so hier wäre. Ja, tatsächlich. Eisenbrustpanzer. Ach so, wir haben ja jetzt eine aus Gold. Ah, ist egal, komm. Und Stiefel? Stiefel brauchen wir auch noch, um die Rüstung zu vervollständigen. Allerdings bin ich gerade nicht ganz sicher, wie das nun wieder war. Du kommst mit. Ich glaube, dass es nur so hier gewesen ist. Ja. Okay, das haben wir also. Stiefel an. Und da sind wir ja schon mal relativ gut gerüstet. Würde jetzt dennoch gerne in die Höhle gehen. Natürlich brauche ich dazu ein paar Spitzhacken. Wovon wir ja nicht mehr so viele hatten, aber es reicht. Meine Diamanten nehme ich natürlich jetzt nicht mit. Das tue ich dann mal dort drüben ins Inventar. Die Kohle schmeiße ich jetzt mal hier rein, das eine Dingschen noch. Das Eisen tue ich auch wieder hier zurück. Und diesen Harnisch, den ich da jetzt noch hatte, der kommt mal mit hier bei den Waffen mit rein. Waffen. Was war Waffen? Damit dazu. So. Okay, ach, der bringt bloß 5 Rüstung und der bringt 6. Na, da wäre es ja fast sinnvoll, wenn wir das Ding hier eintauschen. Ja. Gold ist also instabiler wie Plastik, genau, Plastik. Genau, Plastik. Instabiler wie Eisen. So, du hier runter, du da hoch. Und los geht's. Auf zu unserer ersten Höhlentour. Habe ich mich erstmal eingesperrt. Zu unserer ersten Höhlentour mit eingeschalteten Monstern. Na, ich bin ja mal so gespannt. Ich werde bestimmt so sterben. Ach so, Spitzhacken kommen mal mit hier runter, bitte. Ach so, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal ganz kurz was ändern hier unten. Mein Mikro ist ja akkubetrieben und das heißt, ich hatte gerade den Strom nicht angesteckt, das heißt, der Akku war fast aus. Hab das jetzt gerade mal eben geändert. So, spitzhackenmäßig haben wir jetzt nicht so viel, aber wir haben ja ein paar Stücke mit. So. Ja, ich würde sagen, laufen wir mal ins Ungewisse. Oha, das geht ja super los. Natürlich ist da gleich Lava dahinter gewesen. Das war ja so. Jetzt muss ich natürlich mich ein bisschen hüten, weil wenn hier ein Creeper kommt und uns dann die Lava reinschmeißt, dann war es das auch mit unseren Diamantschwertern. Wir hätten natürlich nicht alle drei mitnehmen sollen. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Aber wer überlegt sich sowas schon vorher? Okay. Also es ist ja hier in dieser Höhle. Vom Prinzip her bin ich jetzt überhaupt auf einen. Ja. Vom Prinzip her ist es ja hier relativ ruhig, oder? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. So, ich glaube, hier oben war eine Sackgasse, oder? Wow. Ja, da war eine Sackgasse, wie geil. Warum wir hier damals. Siehst du, Fackeln.
Fackeln hatte ich gar keine mitgenommen. Da ist Kohle. Ach, eins noch. Wie jetzt nur eine Kohle? Das gibt's ja gar nicht. Wo wir sonst immer hier stundenlang gehackt haben, weißt du? Oh Mann. Okay. Ich würde mal sagen, dadurch, dass wir jetzt die Spitzhacke eh gleich einbüßen werden, können wir uns ja dann die Fackeln da unten hinstecken. Wir haben ja echt. Wir hatten einfach mal keine mitgenommen, aber wir können uns. Jetzt hab einmal Kohle jetzt gerade. Ach, komm. Gleich nochmal ein paar bauen hier. 8 Stück haben wir da. Ja, wie gesagt, die Fackel macht eh gleich die Biege. Die Stöcke jetzt, ja. Da hinten ist auch noch Kohle. Die nehmen wir mit. Weil Kohle ist momentan doch sehr bereichernd für uns. Ja, da war sie weg, siehst du. Das ist das, was ich meinte. Gott sei Dank haben wir, na gut, wir haben jetzt natürlich kein Holz, keine Werkbank. Das heißt, wenn uns die Spitzhacken hier ausgehen, dann sind die auch aus. Das heißt, ich kann mir jetzt hier unten nicht mal schnell eine neue zimmern. Ich sollte vielleicht mal hier unten so eine Basis hinbauen und wenigstens eine Werkbank hinstellen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir das in Zukunft vielleicht so machen. Ja, die war weg. Tschüss. Rest in Peace, Kohle. Natürlich sollte ich hier ein paar Sicherheitsvorkehrungen auch mal treffen. So, den nehmen wir auch noch mit, der hängt da nicht so rum. So, und da hinten ist unsere Treppe. Eine Schaufel haben wir natürlich auch gar nicht mit. Wäre ja auch Blödsinn. Wir gehen in eine Höhle, weißt du, nehmen hier Rüstung und Waffen und fressen ohne Ende mit, aber letztendlich, ne, weißt du schon. Nicht meine Schaufel dabei und nicht meine Werkbank. Ach, ist wieder bestens vorbereitet. Ist so geil. So, jetzt bin ich am Überlegen, da hinten hoch. Wir wollten ja mal diesen Teil der Höhle erkunden, wo wir damals einfach die Schnauze voll gehabt haben. Wobei, das heißt, damals ist es vielleicht jetzt 3 oder 4 Tage her, wo ich da einfach keinen Bock mehr hatte, da runter zu gehen, weil es einfach so unendlich war. Und ich wollte nicht mehr in die Unendlichkeit. Ich wollte einfach nur da raus, wollte mal wieder was anderes machen. Und jetzt gehe ich blöd mal natürlich wieder in die Höhle. Es ist eigentlich so dämlich. So. Mal schnell was fressen. So, 3 Brote in den Kadaver geschmissen und schon geht's uns wieder gut. Mich wundert ja wirklich, mich wundert's wirklich, dass hier keinerlei Viehzeug auf uns wartet momentan, ne? Hier ist nix. Ich meine, entweder ist die Höhle gut genug ausgeleuchtet oder aus irgendwelchen Gründen auch immer spawnen die nicht. Wir haben hier ein Skelett und einen Zombie gesehen im ganzen Spiel. Das Skelett, das hat uns gleich mal getötet, ist dann selber gestorben. Wir konnten uns seine Mineralien und Materialien mitnehmen, aber selber, dass wir jetzt hier irgendwie Creeper hätten oder Spinnen oder was nicht alles noch gibt, ne, ist gar nicht der Fall. Ja. So, jetzt müssen wir auf die Eisenspitzhacken beruhen. Aber wundert mich wirklich sehr stark. Also ich habe ja wirklich auf einfach gestellt. Klar, einfach ist ja erst einmal jetzt nicht so, dass die Viecher von allen Seiten kommen. Aber sie kommen theoretisch. Und dafür, dass ich jetzt bis jetzt nur 2 gesehen habe, ist das. Ja, es ist fast ein bisschen wenig, ne? Ich meine, ich würde ja schon ein bisschen kämpfen, weil ich brauche ja auch die Materialien. Gerade so vom Creeper her, denn das Schwarzpulver dann und so, wegen Dynamit und wisst ihr schon, ne? Wäre auch mal ein bisschen sprengen. Da ist jetzt die ganze Folge eigentlich ohne Monster geblieben. Und das ist, wie soll ich sagen, ernüchternd. Das ist wirklich ernüchternd. So, den mache ich mal hier dicht. Dass ich weiß, da bin ich gewesen. Ach komm, ist egal. Ja. Oh. Acht Schläge braucht das Vieh, ey. 8 Schläge. Das ist ja schon ein bisschen hart, oder? Den Pfeil können wir nicht mitnehmen, schade. Der steckt da jetzt einfach nur rum.